Haben Sie jemals einen Netzanalysator falsch angeschlossen oder die falschen Stromwandlerwerte ausgewählt? Sie waren vielleicht schon im Büro, um Ihre Daten hochzuladen und merkten dann, dass sie fehlerhaft waren. Sie mussten Ihre Arbeit wiederholen, bevor Sie die Berichte weiterleiten konnten. Sie könnten die Daten von Tagen oder Wochen verlieren, wodurch Ausfallzeiten entstehen, wenn die verlorenen Daten erneut aufgezeichnet werden. Die MPQ-Konfigurationsprüfung von Megge löst dieses Problem auch für unerfahrene Benutzer. Schließen Sie einfach die Stromwandler an Ihre Messobjekte an. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken, überprüft der MPQ-Analysator seine Strommesszangen und seine eigenen Anschlüsse. Er identifiziert die Stromwandler automatisch und informiert Sie, wenn Sie einen falschen Bereich aufweisen. Sie werden dann aufgefordert, eine Option auf dem Gerät zu wählen, indem Sie entweder den Bereich manuell ändern oder ihn vom Gerät automatisch in der Setup-Datei ändern lassen. Das Gerät informiert Sie außerdem, wenn Sie den Stromwandler nicht ordnungsgemäß angeschlossen haben. Ihnen wird mitgeteilt, falls Phase A, B oder C oder der Stromwandler verkehrt herum angeschlossen oder das Gerät nicht ordnungsgemäß verbunden ist. Drehen Sie den Stromwandler um und bestätigen Sie mit OK oder ignorieren Sie die Nachricht, um fortzufahren. Wenn alles korrekt ist, startet die Aufnahme. Die MPQ-Konfigurationsprüfung von Megge ist eine unfehlbare Methode, um sicherzustellen, dass Sie verbunden sind und ordnungsgemäß aufnehmen. Megge, helping you to power on.